Channeling und innere Stimme. Worauf sollte man achten, wenn wir uns einem Channel-Medium anvertrauen? Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Videobeitrag hier heute. Wiederum mit Rudi Alexander Daniel. Und ich sage gleich mal ein herzliches Hallo zu dir, liebe Rudi, nach Taubenheim. Hallo, schön, dass du dir Zeit genommen hast und hier wieder mit dabei bist. Hallo, Irmgard. Ihr Lieben, das Thema Channeling, innere Stimme. Vielleicht habt ihr auch schon mal Erfahrungen gemacht, dass ihr auch schon mal zu einem Medium gegangen seid und ja, euch da Informationen, Botschaften habt zukommen lassen. Und das ist ein ganz, ganz spannendes, auch sensibles Feld, würde ich mal sagen. Und darüber spreche ich heute mit Rudi Alexander Daniel. Rudi, was sind deine Aspekte dazu, die du gerne mit uns teilen möchtest heute? Also, dass es Menschen gibt, die Kontakt aufnehmen können aus anderen Sphären, aus anderen Ebenen, empfinde ich als ein unglaublich tolles Geschenk. Mhm. Ja, also es gibt ja schon Hinweise, dass beispielsweise Hildegard von Bingen, die wir ja alle kennen, die hat ja auch mehr oder weniger gechannelt, die hat also Informationen aus einer anderen Ebene von ihren Engeln und so weiter empfangen. Da war das aber noch nicht so verbreitet. Und heute gibt es ja unendlich viele Menschen, die in der Lage sind, das zu machen. Man sollte allerdings, gleich so eine kleine Einschränkung, man sollte allerdings auch etwas kritisch das Ganze angehen, weil, da kann ich vielleicht mal was sagen über den reinen Kanal eines Mediums. Die Informationen, die wir erhalten über ein Medium, die sind immer auch abhängig, wie rein dieser Kanal ist. Mhm. Ja, also wenn wir so ein paar Zahlen jetzt nennen, dann kann man sagen, also wenn ein Medium zu 90% das weitergibt, was es empfängt, dann ist es wunderbar, wenn es nur 10% Eigenanteile sind. Mhm. Oft ist es aber so, dass es vielleicht 50% mehr sind oder noch weniger. Und es kann auch passieren, dass Menschen damit Macht ausüben. Mhm. Ja. Und meines Erachtens ein wichtiger Aspekt ist, dass wir alle in uns auch so eine Fähigkeit haben zu channeln. Mhm. Ja. Also es gibt nicht nur diese Medien, die das, die Fähigkeit haben, sondern wir haben alle diese Fähigkeit. Mhm. Weil jeder Mensch kann sich mit seinem Engel verbinden, jeder Mensch kann sich mit dem Göttlichen verbinden und so weiter. Also das ist überhaupt kein Thema, nur für jeden Menschen ist das nicht in dieser Inkarnation vorgesehen, das so ausführlich zu machen, wie viele Menschen das machen. Mhm. Also damit nach außen zu gehen und für andere Menschen jetzt zu channeln, meinst du, ne? Genau, es gibt ja Leute, die machen das fast professionell. Ja. Ja. Und die haben da vielleicht auch viele Inkarnationen schon gehabt, wo sie da besonders sich vorbereitet haben, dass diese Fähigkeit jetzt in ihr Bewusstsein kommt. Und wir leben halt auch in einer Epoche, wo Menschen, die bereit sind, den spirituellen Weg zu gehen, unglaubliche Möglichkeiten haben. Ja, ja. Vielleicht können wir gleich noch darüber sprechen, zur Ermutigung, dass es auch wirklich jeder selbst kann. Aber vorneweg mal, wenn ich mich jetzt nichtsdestotrotz mit dem Gedanken trage und möchte zu einem Medium gehen, um mir da Botschaften channeln zu lassen, ja. Was wären denn so ein paar Aspekte, auf die ich achten sollte? Du hast ja jetzt schon angesprochen, das Medium soll ein relativ reiner Kanal sein, damit es mir wirklich nur von der höchsten lichtvollen Ebene, um es mal so auszudrücken, die Botschaften übermittelt und nicht eigene Dinge damit reinpackt oder gar natürlich manipulierend wirkt. Ja. Wie kann ich denn sowas feststellen? Das stelle ich mir ja nicht leicht vor. Ja, es ist auch nicht unbedingt leicht. Also stellen wir uns mal vor, wir gehen jetzt zu einem Medium und dann haben wir ein Gefühl. Mhm. Unser Gefühl ist möglicherweise in unserer Gesellschaft nicht so hoch angesiedelt als ein wertvoller Faktor, aber ich würde einladen dazu, dass wir unserem Gefühl einen hohen Stellenwert geben. Also ich habe ein Gefühl und mein Verstand sagt aber was ganz anderes. Mhm. Dann möchte ich vorschlagen,
unserem Gefühl zu vertrauen, also auf das Herz zu hören, auch wenn ich nicht belegen kann, ob dieses Medium gut oder schlecht ist, sondern ich höre da auf mein inneres Gefühl. Ne? Hm. Und dann kann man am Anfang dieses Medium auch kritisch durchleuchten sozusagen und dann gucken, was an Botschaften kommt. Und wenn diese Botschaften nicht im Einklang sind mit meinem innersten Gefühl, dann sind Botschaften generell falsch, auch wenn sie richtig sein sollten, objektiv. Aber ich bin in der Situation, in der ich das höre, kann es sein, dass ich da gar nicht so offen bin, weil es nicht der richtige Ort ist, der richtige Zeitpunkt. Und dann bin ich nicht offen und dann kann die Botschaft noch so richtig sein, aber ist es dann trotzdem falsch. Mhm. Also ich sollte auf jeden Fall darauf achten, ob das sich für mich richtig oder falsch anfühlt. Mhm. Also das wäre so der erste Schritt, einem Medium zu begegnen. Mhm. Und wenn ein Medium bestimmte Themen noch nicht selbst geheilt hat, dann kann es immer wieder passieren, dass dieses Medium dann eigene Aspekte mit reinbringt. Mhm. Ja. Ich würde sogar noch einen Schritt vorne dran setzen, soweit es mir möglich ist, auch mir dieses Medium einfach so als Person einfach mal anzuschauen im Vorfeld schon. Was macht diese Person ansonsten? Da kann man ja schon mal erste Eindrücke auch von der Homepage bekommen. Da gibt es für mich so gewisse Kriterien, wo ich dann zusätzlich noch auf mein Bauchgefühl lauschen würde, bevor ich dann, ja, zu so einem Medium einfach gehen würde. Also im Vorfeld würde ich das schon mal abchecken, um da vor allem auch die Gefahr zu minimieren, dass irgendwelche Dinge da über mich übertragen werden, die ich ja dann überhaupt nicht haben möchte, ne? Was überhaupt nicht meine Intention war. Ne? Es gibt noch einen Punkt, der wichtig ist. Wir sollten aufhören, uns klein zu machen. Also ich kenne das, ich habe ja auch, in meinen Büchern ist ja auch ganz viel, sind ja so Äußerungen von Medien, war ja auch, und die waren ja auch, glaube ich, kann ich sagen, jetzt so ganz gut und so, aber da gab es natürlich auch so Schwachstellen und so weiter. Bis ich jetzt nach 20 Jahren erkannt habe, ich habe auch das Potenzial. Mhm. Ja? Also wenn ich Energiearbeit mache, dann verbinde ich mich mit göttlichen Energien, dann kriege ich Informationen, dann höre ich vielleicht jetzt nicht eine Stimme, ja, aber ich habe ein ganz deutliches Gefühl, das ist dann wie so ein Aha-Erlebnis und so. Mhm. Und das hat jeder. Mhm. Ja? Mhm. Und es passiert oft, dass wir aufgrund unserer Einstellung, unseres Bewusstseins zu einem Medium gehen, uns richtig klein machen. Also, nur dieses Medium ist Fachfrau, Fachmann. Mhm. Ja? Und jetzt alles, was dieses Medium sagt, es kommt ja nicht von ihr als Person, sondern von, was weiß ich woher, muss es richtig sein. Und dann schieben wir unser eigenes Gefühl ganz weit weg. Und dann gibt es Menschen, das habe ich erlebt, dass eine Frau beispielsweise, mit der ich telefoniert habe, die sagt dann, also mein höheres Selbst, ja, hat mit deinem höheren Selbst geredet und dein höheres Selbst hat meinem höheren Selbst Folgendes zu dir gesagt. Mhm. Und dann hat sie ihre Geschichte umgesetzt. Mhm. Weißt du? Und das ist Manipulation. Ja. Also wenn wir einen Kontakt, ob der jetzt da war oder nicht, ich bezweifle es auch, ob der da war, also dass wir diesen Kontakt nutzen, um unsere eigenen Interessen oder unsere eigenen Thesen zu formulieren. Mhm. Also deswegen ist es ganz wichtig, da vorsichtig auch dran zu gehen. Ja, auf der anderen Seite aber auch das wertzuschätzen, dass wir in einer Epoche leben, wo das möglich ist. Und dann kommt es auch immer auch drauf an, weil du hast vorhin gefragt, was sind so Kriterien? Dann kommt es auch immer drauf an, was channelt dieses Medium? Mhm. Es ist ein Unterschied, ob dieses Medium, gehen wir mal davon aus, das funktioniert genau so und das passiert genau so, ob dieses Medium Erzengel Michael channelt, Jesus Christus, oder das Göttliche an sich oder wie auch immer, oder einen Toten. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Toten channel, dann ist dieser natürlich belastet mit all den Themen, die er noch nicht geheilt hat. Mhm. Und dann kommt das auch rüber. Mhm. Also ich würde zum Beispiel jetzt nicht unbedingt das befürworten, also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, zu jemandem zu gehen, der Verstorbene channelt.
Ich habe das Interesse, also wenn ich zu einem Medium gehe, dass da was gechannelt wird, was eine ganz hohe Dimension hat, was nichts mehr zu heilen, aufzulösen hat. Also da wir in der westlichen Kultur leben, wäre das beispielsweise Jesus Christus, Mutter Maria oder so diese. Ja, okay. Gut, jetzt müssen wir aber auch dazu einladen, unseren Zuschauerinnen und unsere Zuschauer, sich ihrer wahren Größe auch bewusst zu werden. Das heißt, das hast du ja auch angesprochen, dass ich durchaus auch selbst in der Lage bin, Kontakt mit dieser Energie, dieser lichtvollen Energie aufzunehmen. Ich kann auch mit anderen Energien Kontakt aufnehmen, aber das ist ja jetzt hier nicht unsere Intention. Wir sprechen ja von der höchsten Quelle allen Seins, von dem Licht und von der Liebe Gottes, ohne religiöse Behaftung. Und aus dieser Quelle kann ich ja auch selbst Informationen schöpfen und mir channeln lassen, um das mal in diesem Sprachjargon zu machen. Mhm. Und da gibt es auch so 2, 3 Aspekte, auf die ich da so ein bisschen achten sollte. Ne? Ja, also im Grunde ist es ganz einfach, aber nicht so, wie wir gestrickt sind in unserer westlichen Kopfkultur. Ja. Also beispielsweise, ich verbinde mich aus ganzem Herzen mit, sagen wir mal, Erzengel Michael. Ja, also weil ich da Zugang dazu habe, zu dieser Energie. Und dann bitte ich aus ganzem Herzen, dass ich Informationen bekomme zu dem oder diesem Thema. Mhm. Ja? Und dann kommen irgendwelche Gedanken vielleicht nach oben in mein Bewusstsein oder irgendwelche Gefühle. Oder es kommt vielleicht irgendwelche Erinnerungen oder es kommen irgendwelche Bilder oder es kommen vielleicht auch so eine Stimme oder also Stimme in Form von Gedanke oder Gedanke in Form von Stimme, also irgendwie so eine Mischung, was man gar nicht so richtig fassen kann. Und jetzt gilt es auch darum, dass wir akzeptieren, dass die Energien, mit denen wir uns verbunden haben, dass die das Optimale an Antwort schickt, aber nicht so, wie wir es gewöhnt sind. Ja. Also nicht im Programm reingehen und sagen, also es muss das und das so kommen, es muss ich was hören, es muss ich genau was sehen oder so, sondern da offen zu sein für Ebenen, die in uns schlummern, die vielleicht noch nicht so richtig in unser Leben gekommen sind, dafür offen sein und dann kriegen wir Hinweise. Und sich dann selbst einfach auch und sich selbst und diesen Hinweisen auch einfach vertrauen. Ne? Das gehört auch dazu. Genau. Wunderbar. Ja, mir fehlt noch was ein. Ja. Vielleicht ein letzter Aspekt, weil da kann ich vielleicht noch mal das rüberbringen, wie man so eine Botschaft kriegen kann. Also ich kann an meinem Beispiel, ne? Ich habe irgendwann angefangen, ich mache Energiearbeit, habe irgendwann angefangen, zum Beispiel wahrzunehmen, dass ein Schauer durch mich durchging, dass mein Kopf gekribbelt hat. Ja. Ja? Dann habe ich gesagt, was ist das denn jetzt? Ne? Und dann habe ich irgendwann rausgekriegt, das ist ein Hinweis von meinem Engel Uriel. Ja? Mhm. Und dann jetzt weiß ich, wenn ich jetzt zu einem Klienten, einer Klientin irgendetwas sage und es geht so ein Kribbeln durch meinen Kopf, dann habe ich rausgekriegt, das ist jetzt eine ganz wichtige Botschaft. Stimmt. Ja. Stimmt. Aber das war am Anfang nicht. In den ersten Jahren war das nicht so. Und das, da habe ich ja keine Ahnung gehabt. Oder ich verbund mit göttlicher Energie, mit meinem Schutzengel und so weiter, wie Jesus Christus. Und dann spüre ich eine kalte Energie. Dann kriege ich einen Hinweis, das sind ganz starke Blockaden oder eine Fremdenergie. Mhm. Aber das musst du erstmal rauskriegen, das muss nicht bei jedem so sein. Und jetzt ist so wichtig, dass jeder sich die Zeit nimmt und offen ist und auch das Vertrauen entwickelt, da hineinzuspüren, was ist denn meine Ebene, dass ich etwas empfange? Oder ich kriege auf einmal, ich spüre irgendetwas, welche Bedeutung könnte das haben? Mm-hmm. Ja, das ist gut, dass du das mal angesprochen hast. Ich habe mich gerade so zurückerinnert an die Jahre, wo ich angefangen habe, mich so diesem Thema zu öffnen und habe dann mich mit dem Licht und mit der Liebe Gottes verbunden, mit der Quelle allen Seins, mit allen Kräften aus dem Licht und aus der Liebe. Und wenn ich mich unter den Aspekten verbunden hatte, dass ich um Informationen gebeten habe, habe ich vorher immer darum gebeten, mir einen Hinweis zu schicken,
dass sie da sind, dass der Kontakt da ist. Und bei mir war das meist dann so ein Hauch, den ich so wohlig um die Nase gespürt habe. Das war für mich, da habe ich mich gerade jetzt in dem Moment dran erinnert, wo du das so erläutert hast. Und das war für mich immer so der Hinweis, okay, der Kontakt ist hergestellt, sie sind da. Also ich habe da immer so um die Nase, ja, so was Wärmendes irgendwie gespürt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber bei mir war es so. Ja. Und das hat mir dann auch geholfen. Das muss aber im Grunde genommen jeder für sich entwickeln und am besten, indem er mit ganz viel Demut dem begegnet. Also Demut ist nicht Schwäche, sondern dem Wort Demut steckt Mut, also mit ganz viel Mut und mit Vertrauen dem begegnet. Und dann kriegt man auf einmal Hinweise, die vielleicht abseits sind des Normalen. Mhm. Ja. Genau. Da kann ich jedem wünschen, dass er mit viel Freude dieser Ebene begegnet. Ja. Ja, mit Freude und mit Leichtigkeit da auch einfach rangehen. Und wichtig, die Verbindung zu allen Kräften auf der lichtvollen Ebene einfach auch die Verbindung herzustellen. Ne? Es ist wichtig, mit wem wir uns verbinden. Ja. Ja. Wir treffen die Entscheidung, mit wem wir uns verbinden. Genau. Man kann auch Lucifer channeln. Ja. Wenn man will. Ja. Ja. Okay. Aber das ist nicht unsere Intention hier, das jetzt zu verbreiten, ne? Genau. Ihr Lieben, wir schicken euch eine ganz herzliche Umarmung mit dieser ermutigenden Botschaft heute hier in eure wahre Kraft und Stärke zu kommen und wirklich das Zutrauen auch zu euch selbst zu haben, dass man vieles, vieles einfach auch selbst meistern kann. Und wünschen euch ganz viel Energie dabei und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Irmgard und Rudi. Hallo, ciao. Tschüss.